Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am Meilenmittwoch, aber an einem Samstag. Wie ihr wisst, machen wir ja immer Meilenmittwoch frisch gepresst am Mittwoch und am Samstag. Aber ich wollte nicht Meilen Samstag nennen, das klingt einfach nicht so toll. Das war eine Frage von euch und damit habe ich sie beantwortet. Wir haben heute als Themen für Hon Circle gibt es irgendwie gute Nachrichten. E-Voucher wurden verlängert, obwohl sie eigentlich letzten Monat abgelaufen sind. Dann haben wir für euch einen Deal, so einen Deal. Und zwar geht es von München, geht auch aus Österreich, nach Abu Dhabi und von Abu Dhabi nach Incheon, nach Seoul für einen schmackligen, guten Preis. Und zwar ist der Preis bei 1.799 Euro beginnend. Geiler Preis für Business Class. Dann haben wir von einer Zuschauerfrage gehabt. Wir hatten einen Kollegen, der sich hier unter der Nummer gemeldet hat, der gesagt hat, hey, ich habe bei Hilton übernachtet und ich habe keine Punkte gut geschrieben gekriegt. Die Situation war so, dass er quasi einen überlappenden Overlapping Stay hatte. Kann übrigens auch bei Marriott Bonvoy passieren, kann auch bei Hyatt passieren, kann eigentlich bei allen passieren. Ich werde euch in der Sendung sagen, warum das ein Problem ist und wie wir dieses Problem lösen können. Dann weiter geht es natürlich mit GHA. Die haben mehrere Promotions, die man Promotionen, ne? Auch geil, die promovieren jetzt da, die man zusammen staggen kann, um da halt wirklich noch mehr Vorteile zu bekommen. Dann, das war übrigens eine Frage im Call, den ich hatte zu amerikanischen Kreditkarten auch. Ja, es gibt leider keine GHA-Kreditkarte. Oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, ich fand das Produkt so ein bisschen. Aber jetzt, nachdem es Frühstück gibt, darf man ja nicht so viel lästern. Dann haben wir noch DKB. Die verlieren wohl auch die Hilton-Kreditkarte in naher Zukunft an Avanza oder wie die heißen. Dr. Böse hat gesagt, was ihr tun solltet. Dann haben wir American Express Membership Rewards, Punkte Transfer. Da muss man auch das Wort Transfer ordentlich schreiben. Da gibt es so, dass man dort 30% Bonus bekommt. Aber ich werde euch sagen, warum der Bonus eigentlich komplett Banane ist. Gucken wir uns auch an. Dann haben wir Alaska Airlines Meilenkauf bis zu 60%. Und damit fangen wir dann auch gleich an. Ihr könnt natürlich anfangen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, Kanalmitgliedschaft. Das erste Thema, was wir hier heute haben, um 2:30 Uhr ist Alaska Airlines. Alaska Airlines verkauft Meilen wie so oft. Und zwar kann man diese Meilen mit 60% Bonus kaufen. Diese 60% Bonus sind so, dass man dort sogar in einer E-Mail 70% Bonus versprochen hat bis Oktober, wenn man mindestens 30.000 Meilen gekauft hat bis zum 23. Mai. Und zwar ist das Ganze wie folgt. Ihr könnt 100.000 kaufen, davon werden dann 60.000 Bonus sein, heißt also 160.000. Die kosten dann zusammen 2.750 Meilen, davon gibt es nochmal Steuern. Die nennt sich Tax Recovery Fee, $206.26, weil ich in den USA gemeldet bin, ist das so. Kalifornien, deshalb bezahle ich $2.956.25. Ihr könnt mit Kreditkarte zahlen, gibt also nochmal Punkte dazu, wenn ihr die Alaska Airlines Kreditkarte habt. Alaska hat halt seine Meilencharts auch wieder geändert letzten Monat und macht so einige Flüge billiger, um mit Meilen zu nutzen. Heißt also von Vorteil. Ich persönlich habe das natürlich auch genutzt und man kann halt auch ein Stopover haben bei internationalen Flügen als Vorteil mit der Alaska Airlines, was dann natürlich auch ein Value ist. Und man kann leider aber nicht die Partner mixen und matchen. Das geht leider nicht. Also da könnt ihr dann mal schauen, ob das für euch was ist. Zumal man die natürlich auch nutzen kann. Wichtig ist halt, Non-Elite Members können halt nur 150.000 kaufen und MVP, MVP Gold und MVP 75K können natürlich mehr kaufen. Aber man muss dann halt mehrere Anläufe nehmen, um das zu kaufen. Also man kann, muss mehrfach dann kaufen. Also, Oneworld ist natürlich relativ cool, weil man da natürlich dann auch mit anderen fliegen kann. Und Singapore Airlines, Starlux, Korean Air und Condor sind ja Partner, nur so als Hinweis. Also für den einen oder anderen durchaus interessant. Wer sagt, ich bin eher beim Eierfranken zu suchen, der kann natürlich auch dort beim Eierfranken die Punkte und Meilen kaufen. Und zwar, da gibt es ein Mystery Sale, also ein Geheimverkauf.
Und da ist es so, dass man halt dort zum Beispiel 70% Bonus bekommen kann oder 35%. Ich persönlich habe nur 35 bekommen. Ich weiß nicht, was ihr bekommen habt. Da ist es so, dass man dort 300.000 Meilen kaufen kann. 105 wären dann bei 35% der Bonus. 405.000 sind das zusammen. Die Meilen kosten zusammen 6.000 Euronen. Ich habe sie nicht gekauft, aber ihr könnt natürlich dazu schreiben, ob das für euch interessant ist. Weil natürlich die Meilen wirklich interessant sind. Aber ihr müsst halt ein Platinum oder ein Ultimate-Member sein, Ultimate Mitglied sein, um in der First Class, die sich ja bei denen La Première nennt, zu fliegen. Nur so als Hinweis, also First Class geht da leider nicht. Und ich gehe übrigens auch ganz fest davon aus, dass Lufthansa das gleich machen wird, wie bei Swiss, dass man entweder Zen oder Hon sein muss, um in der First Class mit Meilen zu fliegen. Zumal die Plätze dort sehr, sehr überschaubar sein werden. Wir haben jetzt um 5 Minuten 54 haben wir auch noch mal ein interessantes Thema, und zwar das Thema, wo haben wir es denn? Ich habe die Themen vertauscht, aber das ist kein Grund zur Panik. Dann muss ich das einmal nur so ändern. Und zwar ist das das Thema, dass man die Meilen und die Punkte mit American Express umtauschen kann in Merit Bonvoy Punkte. Und ich zeige euch jetzt direkt mal das Bild, damit ihr das Ganze auch einfach auf die Augen bekommt. Und da seht ihr das. Kann mal gucken, ob ich das runterziehe. Hier ist das so. Erhalten Sie zusätzlich 30% mehr Merit Bonvoy Punkte, wenn Sie bis zum 31. Mai 2024 mindestens 900 Membership Rewards Punkte zu Bonvoy transferieren. Und wenn man dann guckt, ups, was haben wir denn hier? Dann schieben wir das wieder hoch. Und dann seht ihr das auch. Da kriegt man 30.000 Membership Rewards Punkte. Anstatt die 20, die man kriegt, kriegt man jetzt 26.000. Und anstatt 60.000 kriegt man, von den 60.000 kriegt man 40.000. Und anstatt der 40.000 kriegt man jetzt 52.000. Ich fange deshalb an zu stottern, weil es in meinen Augen eher beschiss ist. Ich selber, ich habe die amerikanische Kreditkarte. Ich kriege immer 1 zu 1 getauscht. Wir haben sogar 30% Bonus mal gehabt bei Bonvoy. Heißt also, dass 100.000 Punkte waren dann 130.000 Punkte. Aber man muss natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, Membership Rewards Punkte haben in meinen Augen wesentlich mehr Knall, wenn man sie für Singapore Airlines benutzt, für Emirates benutzt, also für solche Flüge benutzt, weil Merit Bonvoy ist schon ein Partner, der nicht ganz so prickelnd ist, wenn man die Value Proposition sieht, bis auf ein paar Ausnahmen. Also ich würde nie zu Merit Bonvoy selber wechseln, weil man auch mit Merit Bonvoy zum Beispiel bis letztens noch, letzte Woche war es, für die Kreditkarten zum Beispiel 5 Voucher bekommen hat, 50.000 Punkte, die man ja bis 65.000 Punkte pimpen konnte, oder ein 85.000er für die Ritz-Carlton-Karte oder für die Merit Bonvoy-Karte von American Express, die Brilliant, die ich auch habe. Ich hoffe, dass ich Ende des Jahres mir die Ritz-Carlton holen kann, weil ich muss ein Jahr warten, bis ich die Bolt habe. Also daran seht ihr, ist nicht das Brüller-Angebot. In den USA ist es wesentlich besser, aber auch hier könnt ihr direkt unten schreiben, was ihr davon haltet, von dem Bonvoy-Angebot, und inwieweit ihr da bei Bonvoy an den Start gehen wollt und würdet das tauschen. Wer übrigens die Kreditkarten in den USA nimmt, kann die deutschen Punkte nach Amerika transferieren, um da mehr Value zu kriegen. Nur so als Hinweis. Wenn ihr Fragen habt, hier. Könnt ihr machen. So, jetzt haben wir 8:38 und da geht das dann auch schon direkt mit dem nächsten Thema los. Und da ist auch wieder Hyatt ein Thema und auch Marriott und Best Western und auch Choice Hotels. Da möchte ich euch das auch direkt zeigen, damit ihr das seht, denn ihr wisst ja, sehen ist besser als hören. Und da, ups, warum hat er das gemacht? Daran hat er es gesehen. Und zwar ist das hier, da sieht man die Webseite, und zwar die SeaWorld Busch Gardens, das war von letzter Woche. Aber die Woche drauf wurde auch schon gesagt, wo haben wir es denn? Wir haben jetzt den, ist das jetzt? Montag, der 15. hatten wir ja schon genommen, das waren die Hilton-Punkte, dann hatten wir die IHG und so weiter. 22. wäre nächste Woche. Da gibt es von MGM Stay Play Relax Aria Hotel und Stay Play Excalibur und eine Suite and Show at Bellagio mit 5. Aber ihr seht, es sind halt immer relativ wenige. Dann kommt etwas mit Marriott Bonvoy, wo ihr eine Giftcard kriegt, also eine, da sind schon wieder 1070. Dann, wenn es interessanter wird, bei den 400ern gibt es nur 200 und 252 bei den 200ern. Heißt also, ihr seht, dass ihr einen Gutschein kauft für 250 Dolores,
der aber $200 nur kostet, oder für 500 kostet er nur 400, und für 80, der ist aber 100, also 20% Rabatt. Da müsste es spannend werden für den einen oder anderen. Best Western, 835, da kriegt er 10.000 Punkte für $55. Das ist auch ein okay Preis. Dann eine Three-Night Grand King Suite im Venetian oder im Venetian, im Three Nights im Grand One-Bedroom Suite. 15 Stück und 15 Stück jeweils, also auch wieder überschaubar. Dann hatten wir, das war das, 25. Dann hat es am Freitag Harrah's Las Vegas, dann Reno, dann im Parisian Escape, dann im Caesars und im Harrah's Atlantic City. Also auch mal was. Und dann nochmal die Woche drauf, da gibt es 55.000 Choice Privileges, Punkte für 285, 28.000 für 155 oder 14.000 für 84. Aber ihr seht, hier ist wesentlich mehr Angebot. Oder wenn es um diese 42.000 Punkte geht für 220, gibt es 1.300 Stück. Ich weiß, ich hatte euch noch was anderes versprochen, nämlich Hyatt. Und hier ist es. 50.000 Punkte für 660, 80.000 für $960 und 30.000 für 396. Und hier sind wir mit den Mengen relativ überschaubar. 12-mal, das Ganze 3-mal oder halt 9-mal, finde ich persönlich etwas mau. Und hier kommt natürlich Wyndham. Das hatte ich euch auch versprochen. Ich hatte euch doch noch versprochen, Best Western. Quatsch, nein. Wie heißen die Freunde? Bonvoy. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber Wyndham hat hier auch nochmal 15.000 Punkte. Ich habe Merit überschlagen. Ich finde es gerade nicht. Deshalb machen wir direkt hier weiter wieder mit dem Thema. Also ihr seht, bei den Daily Getaways von der US Travel Association gibt es durchaus einige Möglichkeiten, um dort Spaß zu haben. Und Marriott ist, ach, das waren die Giftcards. Hatte ich euch gezeigt. Seht ihr, ich fand das Angebot gar nicht so prickelnd. Ich habe es direkt wieder verdrängt. Dann haben wir als Thema das Thema GHA. Und da habe ich einige Leute, die das wirklich mögen, die also wirklich GHA-Liebhaber sind, weil man halt wirklich mit 3 Nächten Status bekommen kann. Und seitdem es ja jetzt in einigen Hotels auch Frühstück kostenfrei als Diamond dazu gibt, ist es halt so, dass man jetzt gefragt hat, wie kann ich das zusammen machen? Und man kann einige Promotions natürlich zusammen staggern. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, da muss man halt gucken, dass man, wenn man diese Sachen hat, also zum Beispiel ein 50 oder $25, also DS-Voucher, Discovery, Dolores, dass man da halt wirklich diese nutzen kann. Dann halt auch, dass man einige von diesen Hotelnächten halt wirklich zusammenlegen kann bei GHA. Und wichtig ist, dass man halt wirklich auch dort die dynamischen Awards, die man halt benutzen kann, im Auge halten sollte, dass man dort auch Freinächte hat. Aber ich finde das in Ordnung, wenn man da halt die 3 verschiedenen Hotelmarken macht. Aber wenn ihr sie macht, ihr könnt sie wirklich staggern, die Promotions. Und da ist es halt wirklich so, dass ihr damit dann am schnellsten die meisten Punkte bekommt und dann auch euren Diamantstatus bekommt. Titanium-Status bekommt. Wir haben dann Leute, die natürlich ihren Status mit der DKB holen. Und zwar DKB in der Form, dass man bei der DKB für 20.000 Euro ausgibt, um dann den Diamond-Status bei Hilton zu bekommen. Man kriegt ja schon die Goldkarte und jetzt ist es so, dass man das Produkt natürlich so ein bisschen Bewegung hat, weil es sieht so aus, als ob man jetzt mitten in der Laufzeit dieses Jahres den Veranstalter wechselt. Also, dass die DKB das nicht mehr ist, sondern Avanzia, glaube ich, war es. Ihr könnt mich ja unten korrigieren und verbessern. Und damit heißt das, wenn man halt jetzt, ich sage jetzt mal, im ersten halben Jahr 18.000, 17.000 gemacht hat und es fehlen einem noch 3.000 und dann ist dann zum August oder sowas der Wechsel, dann machst du natürlich so, wer weiß, ob das honoriert wird. Und deshalb müsst ihr laut Aussage von Dr. Matthias Böse schreiben, und das ist jetzt ein Zitat, der schreibt: Kunden sollten daher aus meiner Sicht jetzt rechtzeitig diese Umsatzschwelle erreichen, um sich dann den Status für 2025 zu sichern. Eine drohende Änderung der Konditionen während der Laufzeit sollte mit guten Aussichten dann nicht dazu führen, dass der bereits erreichte Status für das Folgejahr dann nicht mehr gut geschrieben wird. Also, das heißt, er sagt, macht den Status so schnell wie möglich voll. Ich weiß, mit Revolut ist das natürlich jetzt scheiße, dass das nicht mehr geht, aber es gibt ja noch andere Wege, ne? Payback und so weiter. Also insofern
da für euch nicht ganz so schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten gab es von den Freunden der Lufthansa-Front. Und diese war so, dass man gesagt hat, die E-Voucher verfallen. Meine sind Gott sei Dank nicht verfallen. Ich hatte Leute gefunden, die hatten sie gebrauchen können. Ich habe sie verschenkt. Habe davon auch meiner Mutter Flüge abgegradet in die Business Class. Ich hoffe, dass das auch auf dem Rückflug klappt. Und jetzt gab es einen Brief vom Horn Circle. Ich muss euch das zeigen. Ich kann euch das leider nicht zeigen mit meinem Namen. Jetzt haben wir es. Und zwar, da ist es, Horn Circle News. Und zwar, da haben wir es. Ich ziehe das mal als Bild. Ach, warte, ich darf ja nicht alles kopieren. So, hier, da ist es. Dann haben wir es und dann kriegt ihr das auch hier aufs Auge, weil ich weiß ja, ihr mögt ja lieber lesen. Und zwar, Ihre E-Voucher ermöglichen Ihnen Upgrade auf eine höhere Reiseklasse und sollten Ihnen mehr Komfort in Ihrem hektischen Alltag bieten. Nicht immer ist es möglich, Upgrade-Voucher wie gewünscht zu nutzen. Ja, nee, das ist jetzt von mir. Es gab einfach keine fucking Verfügbarkeiten. Ja? Verständnis dafür, dass E-Voucher eingeschränkt nur bei erwartbaren freien Kapazitäten eingelöst werden können. Ja, ganz genau, wenn es die gibt. Anfang April sind einige Ihrer Voucher verfallen. Ja, bei mir wären das 10 Stück gewesen. Da unsere Zufriedenheit im Herzen nicht, schreiben wir Ihnen die Hälfte wieder gut. Diese Upgrade-Voucher haben eine Gültigkeit von 24 Monaten. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit entgegenkommen und wünschen Ihnen viel Freude beim Reisen. Und dann könnt ihr auch gucken, wer das unterschrieben hat. Warte, dann machen wir das so. Das ist der, ups, da habe ich es weggemacht. Das war der Heiko Reitz und der Gerald Schlöge. Ich meine, seid ihr bekloppt bei Miles & More? Ich meine, was ist mit den anderen Kunden, die sie einfach nicht einsetzen konnten? Und dann gibst du dem Horn Circle die Hälfte zurück, also das heißt zwei, die das sind. Ich hatte ja meine alle verbraten, also insofern hat mich das nicht betroffen am Ende März auf den 1. April. Was haltet ihr davon? Also das ist meine Frage des Tages. Findet ihr das gut, dass ihr zumindest 50% gekriegt habt, oder sagt ihr, die hätten alle 100% behalten sollen und nicht nur Horns? Und vor allem am Geist und nicht der Satz, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass E-Voucher eingeschränkt nur bei erwartbar freien Kapazitäten eingelöst werden können. Hey, die können auch eingelöst werden, wenn ihr am Flieger seid. Aber ist auch nicht gemacht worden. Also ich hatte auch Kunden, die sind in der Business Class gesessen und in der First Class waren Sitze frei und die sind nicht upgraded worden, weil wir kein Essen haben. Also dann, das verstehe ich dann immer nicht, dass man da dann halt wirklich den Kunden so in den Arsch tritt. Das ist wirklich Arschtreten. Das ist halt in meinen Augen echt nicht in Ordnung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Und als Frage des Tages, findet ihr es richtig, dass Lufthansa die E-Voucher verlängert hat? Oder sagt ihr, hätten sie es sparen können oder sie hätten es für alle machen können? Also kommentiert unten. Ich möchte mich nicht weiter in Rage reden hier mit der Lufthansa-Geschichte. Ich finde es einfach nur Hochnot, peinlich, Daumen runter von mir. Also da geht gar nichts. Wir haben jetzt ein Thema aus eurer Mitte und das ist eine Warnung für alle. Und zwar hatte ich einen Kunden, der ist geflogen von Frankfurt aus nach Dubai mit der Emirates, auch in der First Class übrigens, um dann weiter zu fliegen. Aber er hat einen Stopover in Dubai gehabt und er hat im Hilton am Flughafen in Frankfurt übernachtet. Und dann ist er nach Dubai geflogen, hat da dann auch in einem Waldorf Astoria übernachtet, auf der Palme. Und dadurch, dass der Flug halt mitten in der Nacht angekommen ist, musste er einen Tag vorher quasi die Zimmerübernachtung machen. Und dadurch gibt es halt einen Overlapping Stay, weil man halt wirklich das Problem hat, dass man natürlich, ja, wenn man halt hier das Zimmer hat, bis zum 26., weil man Late Checkout hat, dann von hier aus losfliegt, und dann nochmal in Dubai ein Zimmer nehmen muss, um dann wieder ein Early Check-in zu haben, weil was passiert denn, wenn du um Mitternacht oder sowas oder nachts ankommst? Es passiert Folgendes, du kriegst das Zimmer nicht. Und da er keinen Bock hat auf Diskussionen und es eh von seinem Kunden bezahlt worden ist, hat er einfach das Zimmer gemacht. Aber man hat ihm halt die Punkte nicht gut geschrieben und auch den Stay nicht gut geschrieben, weil man gesagt hat, du hast Overlapping Stay. Dasselbe passiert bei Marriott Bonvoy übrigens auch. Bei Hyatt passiert das auch. Und das ist halt etwas, was ich schade finde. Wenn man sich die Kommunikation mit denen anguckt, Hilton hat es ihm gut geschrieben jetzt am Ende des Tages. Das hat ein bisschen gedauert.
Aber wenn ich mir das überlege, wie das bei Merit Bonvoy oder sowas ist, wo du halt wirklich schwierige Kommunikation hast mit den Leuten teilweise, das ist dann halt schwierig im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Rat an ihn war, zwei verschiedene Hotelgruppen, wenn du am selben Tag Buchungen hast, weil du halt das so hast. Und ja, kannst du nicht machen. Ist natürlich schade, wenn jemand ein Hilton-Fanboy ist, Marriott Bonvoy-Fanboy ist oder Hyatt-Fanboy ist. Bei Hyatt war das sogar einmal so gemein, dass das am Jahresend Audit aufgefallen ist. Das hat für den Status Gott sei Dank trotzdem gereicht, aber die gehen auch am Ende des Jahres einmal durch. Also das heißt, mein Rat an euch ist, passt bei solchen Sachen auf, macht eine Punktebuchung, wo ihr eh keinen Stay-Credit habt. Das ist übrigens auch eine Variante. Und wenn es einen Stay-Credit auch für Punktebuchungen gibt, was es ja auch bei vielen gibt, bei Hyatt zum Beispiel, dann zwei verschiedene Ketten. Dann nimmt das Hilton in Frankfurt und nimmt in Dubai dann das Hyatt. Oder umgekehrt oder wie auch immer. Also das ist halt so die Thematik, die man da leider dann machen muss, um so etwas zu umgehen. Ihr könnt ja unten schreiben, ob euch sowas schon mal passiert ist oder was bei euch dann passiert ist in solchen Fällen. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Wir haben jetzt als letztes natürlich um 21 Minuten und 12, das trage ich direkt ein, Deals und Deal mit der ETH in der Business Class von Deutschland oder von Österreich. Könnt ihr auch fliegen, aber ich habe es von München angeschaut. Für 1799 Euro nach Incheon, nach Seoul. Ich kann Seoul nur empfehlen. Man kann nach Gangnam oder auf die andere Seite gehen. Super Essen, super von der Kultur her interessant. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gehe mal gerne ins Grand Hyatt in Seoul, auch wenn es jetzt ein bisschen schon in die Jahre gekommen ist, aber es ist halt wirklich schön da oben auf dem Berg und da dann in die Lounge zu gehen. Aber wie gesagt, der Flug ist, wenn man ihn sich anguckt, und den gebe ich euch dann natürlich auch auf die Augen, damit ihr nicht sagt, was labert er so viel, ich möchte es lieber sehen. Da haben wir es und dann haben wir es hier für euch. Dann können wir gucken, kann ich das noch ein bisschen größer ziehen, damit ihr das auch ordentlicher seht. Ja, so ist richtig. Auf jeden Fall München, Abu Dhabi und dann nach Incheon und dann weiter nach Incheon von Abu Dhabi und zurück nach München sind 14.209 Meilen. Man wird ganz wuschig, weil ich habe schon Hunger. Ich muss essen gehen. Es ist 5:52 Uhr. Die Lounge fängt hier an zu gehen. Dann seht ihr noch Where to Credit, das ist eine Buchungsklasse Z. Da gibt es dann nicht viel zu sagen, außer dass es 29.688 Meilen gibt bei Hainan und so weiter. Und hier seht ihr ja die ganzen Partner. Air New Zealand gibt 0, genau wie Royal Air Maroc und Sri Lanken. Aber SAS gibt noch 7.000, aber meistens gibt es 18.000 oder 17.000 bei den ganzen Fluggesellschaften hier. Damit habt ihr einen Überblick bekommen. Das soll auch nur ein Überblick sein, ohne einen Anspruch auf Wahrheit und Richtigkeit. Dann gibt es zu dem Z-Tarif noch irgendetwas zu sagen. Mindestaufenthalt sind natürlich hier bei diesem Flug noch, was gibt es noch? Z-Business Class, ansonsten Ticket muss bis zum 13., 14., bis heute ausgefüllt werden, also bis zum 5., heute bis zum 13. April. Das ist ganz, ganz wichtig und ansonsten viel Spaß mit der Reise. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe noch ein Thema, was ich vergessen habe und zwar geht die Möglichkeit Platin bei den Freunden von Accor. Das will ich euch auch noch geben, dann muss ich aber wirklich hier Schluss machen, weil dann wird es hier wieder Kampfzone werden und zwar um 23:54 Uhr. Ach, ihr merkt, ich bin für euch hier unterwegs. Und zwar Accor. Und da gibt es für 600 Euro den Platin-Status, 30 Statusnächte mit dem Accor All China Supreme Abo. Das kostet 300 Euro. 100 Euro sind 10 Statusnächte für das Ibis-Abo, das All Plus Ibis. Dann könnt ihr noch ein Accor Plus Voyager machen. Das sind dann 20, das sind dann zusammen 60 Nächte oder halt 599 Euro ungefähr. Und damit könnt ihr das Ganze natürlich dort dann hinbekommen. Also ein Platin-Status für den einen oder anderen.
Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, die Frage des Fragens beantworten, Kanalmitgliedschaft, Like dazulassen. Ich wiederhole es einfach nur. Und bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten, ich muss hier in meinem Bildschirm gucken, da ist es, könnt ihr mir natürlich gerne immer eure Sorgen, Ängste, Nöte schreiben. Und ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich werde jetzt in die Lauf rennen und das Ganze uploaden und dann, während ich da was Leckeres esse, für euch schnabulieren. Danke, dass ihr dabei wart und für euch an dieser Stelle den Abspann. Also bis dann, ciao.